vor der Forsterstraße 8. Da waren wir schon ein paar Mal in der letzten Zeit, weil da hat sich eine Mietergemeinschaft zusammengeschlossen, um sich gegen Verdrängung, Modernisierung, Mieterhöhung zu wehren. Wir erzählen euch mal ein bisschen was darüber. Mieterinnen wehren sich gegen Mieterhöhungen durch Modernisierung. Seit längerem schon wurden in diesem Haus, Forsterstraße 8, die Wohnungen bei Auszug der Mieterin nicht mehr neu vermietet. 2009 wurde das Haus verkauft an die Immobilienfonds Alpha Square GmbH, die ihren Anlegern 15% Rendite versprechen. Bald kam ein Brief, dass modernisiert werden solle. Die Mieterinnen kontaktierten die Berliner Mietergemeinschaft und organisierten eine Hausversammlung. Sie entwickelten eine gemeinsame Strategie, um mit der Situation umzugehen. Fast wöchentlich trafen sich die Mieterinnen, schrieben Protokolle und informierten die, die nicht dabei sein konnten. Die erste offizielle Ankündigung wurde aufgrund Mängels als ungültig zurückgewiesen. Dadurch hatten alle Mieter die Chance, sich noch einen gültigen Rechtsschutz zu besorgen. Die Vermieter fuhren Repressalien auf. Wassereinbrüche, Auskühlung des Hauses bei minus 19 Grad, wochenlang kein fließendes Wasser. Drei Mietparteien wichen im Druck und zogen leider aus. Die Vermieter klagten die Mieterinnen auf Duldung der Modernisierungsmaßnahmen. Doch aufgrund der guten Vorbereitung der Mieterinnen wurde bei zwei Parteien vor Gericht die Modernisierungsankündigung als ungültig erklärt. Die Folge war, die Vermieter gaben auf. Sie hatten sich wohl aufwandslose Rendite versprochen, hingen jedoch anders als beispielsweise die Eigentümer des Hauses Fulda-Straße 31-32, Weichselstraße 8-9, nicht so sehr an ihrem Objekt. Länger war dann Ruhe im Haus, bis 2011 Investoren begannen, das Haus zu besichtigen. Auch Baupappen im Haus, die die Alteigentümer bereits angebracht hatten, bevor sie ihren Plan aufgaben, standen Sprüche wie Investors are not welcome, Non-Profit-Zone und am Eingang Here you buy trouble. Die Mieterinnen klingelten sich wechselseitig auf die Straße, wenn Besichtigungen stattfanden und drückten deutlich aus, dass sie keine Mieterhöhungen dulden würden. Über ein Telefonat mit der Hausverwaltung erfuhr eine Mieterin, dass das Haus erneut verkauft wurde. Die Hausgemeinschaft lud dann, noch bevor sie einen Brief über den Verkauf des Hauses bekam, die neue Hausverwaltung zu einem Treffen ein. Dort wurde geschlossen verdeutlicht, dass Mieterhöhungen mit diesen Mieterinnen nicht zu machen seien. Da die Hälfte des Hauses inzwischen leer steht, konnten die Vermieter es sich wohl leisten, den Bestandsmietern zu garantieren, dass sie die Kosten der Modernisierung nicht auf die Miete der bestehenden Verträge umlegen würden. Momentan wird das Hinterhaus modernisiert und die dort lebenden Mieterinnen wohnen in Umsetzwohnungen im Vorderhaus. Was mit den leeren Wohnungen geschieht, ist noch nicht genau abzusehen. Letztens gab es jedoch erste Kaufinteressierte für Einzelwohnungen, was somit auf eine Umwandlung des Hauses in Eigentumswohnungen hindeutet. Die Mieterinnen der Forsterstraße 8 bleiben weiterhin aufmerksam und halten zusammen. Wir bleiben alle! Was hat der Görlitzer Park mit Rassismus zu tun?
Die Aufwertung Kreuzbergs zum attraktiven Innenstadtviertel und zur Quelle der Bereicherung für wenige geht einher nicht nur mit der Verdrängung von Armen durch Reiche, sondern auch mit rassistischen Polizeirazzien hier auf dem Görlitzer Park. Wer guten Mutes und mit dem Glauben an soziale Sicherheit und Menschenrechte seine vom Imperialismus verwüstete Heimat verlässt und es schafft, alle Todesstreifen der Grenzschutzagentur Frontex an den EU-Außengrenzen zu überwinden und in Berlin ankommt, der findet sich im Zentrum dessen wieder, was seine Flucht verursacht hat, in den Kernländern der kolonialistischen Unterwerfung. Hier sind die Stammplätze der mächtigsten Interessenverbände, die durch Besatzung und Versklavung sich den materiellen Vorsprung verschafften, die Welt zu dominieren und dafür zu sorgen, dass heute alle 5 Sekunden auf dieser Welt ein Kind verhungert. Hier hat sich das System entwickelt, das Besitz und Eigentum über alles stellt. Die Kultur des Kapitalismus schafft Gesellschaften frei von Mitgefühl, seelenlose Gesellschaften. Solange die Angst nicht überwunden wird, dieses menschenfeindliche System zu bekämpfen, solange die Privilegien zu angenehm erscheinen, um sie fallen zu lassen, solange wir akzeptieren, dass Deportationen, Lager und Sondergesetze wie die Residenzpflicht feste Grundlage der deutschen Gastfreundschaft sind. Wir glauben, dass alle Menschen in Würde, Solidarität und Gleichberechtigung leben sollen, egal aus welchem Land sie stammen, welche Hautfarbe oder Religion sie haben, welchem Geschlecht sie angehören oder ob sie Papiere haben oder nicht. Wir glauben, dass rassistische Übergriffe und Morde nicht unbeantwortet bleiben sollten. Wir alle, die hier wohnen, müssen zusammen gegen Rassismus kämpfen. Nicht schweigen. Greifen wir ein gegen rassistische Polizeirazzien direkt vor unserer Haustür. Die Menschen vom Kotti und Co. Camp sagen, dass sehr viele Aspekte in ihrem Leben hier Ausdruck von strukturellem gesellschaftlichem Rassismus sind. Viele türkische Familien kamen durch Gastarbeiterverträge hierher und suchten wegen niedriger, ausbeuterischer Löhne bezahlbaren Wohnraum. In Kreuzberg am Rande West-Berlins standen viele Häuser leer oder sollten abgerissen werden. Die sogenannte Gastarbeitergeneration erbrachte einen erheblichen Teil des Wohlstands, wurde aber lange mit niedrigen Löhnen an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Jetzt reicht die niedrige Rente nicht einmal, um den Lebensabend zu bestreiten. Die zweite Generation kämpft gegen Rassismus auf Arbeits- und Wohnungsmarkt. Immer noch kann ein nicht deutscher Name Ausschlusskriterium sein für den Erhalt von Wohnung und Arbeit. Kinder der dritten Generation hören oft von Lehrern und Lehrerinnen, dass sie nichts können oder keinen höheren Schulabschluss schaffen werden. Sie seien Terroristen. Die Stadtentwicklungsverwaltung plant auf dem Reißbrett und stellt einen entspannten Wohnmarkt in Spandau und Marzahn fest. Sie ignoriert, dass es viele Stadtbereiche gibt, in denen es lebensgefährlich ist, mit oder ohne Kopftuch auf die Straße zu gehen. Kotti und Co. sagt, auch diese Ignoranz ist Ausdruck von Rassismus, weil sie die Perspektive und Erfahrung von Bürgerinnen ausblendet, denen diese Lebensgefahr droht und die sich in Kreuzberg ein halbwegs nazifreies Zuhause aufgebaut haben. Das Jobcenter behandelt viele respektlos und empfiehlt den Umzug an den Stadtrand, statt sich für bezahlbare Mieten im sozialen Wohnungsbau einzusetzen. Gefahren in anderen Bezirken, in No-Go-Areas, werden ignoriert. Kotti und Co. sagt, es ist ein Wissen, das wir alle haben, die eine Haut- oder Haarfarbe oder eine Kopfbedeckung haben, die Nazis oder anderen normalen Rassisten nicht passt. Kotti und Co. erklärt, wir werden das nicht hinnehmen. Wir kämpfen gemeinsam gegen Rassismus. Seit Jahren gibt es nämlich immer wieder die Probleme im Görli, immer wieder die gleichen auch. Aber was macht uns die Politik dazu vor? 2008 hielten Grüne und SPD im Görli eine öffentliche Veranstaltung mit Publikum ab. Die Themen über Nutzung, Köterkacke, das Grillen, Müll, zu laute Musik, Drogenverkauf und Kriminalität. Als Reaktion wurde aus den Nazabteilungen, Bezirksamt und Polizei eine Steuerungsrunde gebildet mit 1,5 Millionen Euro zum Umbau des Parks in der Kasse.
Sie entscheidet nun über gute und schlechte Nutzer. Um ihre Maßnahmen in der Bevölkerung durchzusetzen, hat sie ein Bürgerbeteiligungsverfahren eingeleitet, das sogenannte Girly Forum. Angekündigt war dort, mitentscheiden für alle. Allerdings sind die Entscheidungswege intransparent, die Themen sind vorgegeben, zum Beispiel Drogenhandel, und umgesetzt wird nur, was der Steuerungsrunde passt. Nicht vorgesehen im Koordinierungsplan für den Girly sind gemeinschaftliche Lösungen der Leute vor Ort, soziale Angebote, Unterstützung oder Verständnis für die zum Problem gemachten Menschen. Sie werden offenbar gar nicht als Mensch mit existenziellen Bedürfnissen wahrgenommen. Die hinter den Notlagen stehenden gesellschafts- und stadtpolitischen Ursachen spielen keine Rolle oder sind als politisch unlösbar ausgeklammert, zum Beispiel die Asylgesetzgebung oder das BTMG, also der Rechtsbereich, der uns irgendwie sagt, was wir zu konsumieren haben an Drogen und was nicht. In der Praxis sieht die Politik dann so aus. Da macht die Polizei ihren Job. Sie hat den Girly samt umliegenden Straßen zum Kriminalitätsschwerpunkt ernannt, um Personenkontrollen und Razzien zu erleichtern. Gegen alles, was der Polizei nach Kriminalität, Drogenhandel und Lärm riecht, wird seitdem eingeschritten. 2009 führte die Polizei 191 Einsätze durch. Über 1000 Personen wurden kontrolliert. Es gab 195 Festnahmen. Erstes Halbjahr 2010 gab es 212 Festnahmen. 2011 332 Einsätze, also fast täglich. Und 363 Verhaftungen. Polizeieinsätze gehören fast zur Tagesordnung im Girly nun. Betroffene der Drogenrazzien im Park sind meist Menschen mit dunkler Hautfarbe. Sie werden generell als Dealer abgestempelt, daher wird ihnen ausschließlich repressiv begegnet. Sie sollen vertrieben oder zumindest unter Kontrolle gebracht werden. Bei ihren Einsätzen geht die Polizei mit Tritten und Schlägen selbst gegen am Boden Gefesselte vor, die sich nicht wehren. An anderer Stelle musste sich eine Person mitten in der Öffentlichkeit nackt ausziehen, um sich von oben bis unten menschenunwürdig filzen zu lassen. Sowohl aus dem Kreise der Anti-Dealer-Fraktion der Nachbarschaft als auch bei Polizeieinsätzen gegenüber schwarzen, vermeintlichen Dealern sind rassistische Phrasen zu hören. Ein Beispiel rassistischer Polizeipraxis bei einer Personenkontrolle im Park. Zwei Personen sitzen auf einer Parkbank, die eine hat helle Hautfarbe und wird von der Polizei ohne weitere Maßnahmen zum Gehen aufgefordert. Die andere Person hat eine dunkle Hautfarbe und wird ergebnislos nach Drogen durchsucht. Das Verwaltungsgericht Koblenz hält dieses Vorgehen für legitim, Menschen nach Hautfarbe zu kontrollieren, und hat diese Praxis in einem Urteil legalisiert. Das ist staatlicher Rassismus. Das Ergebnis dieser Politik, genau, scheiße ist das. Das Ergebnis dieser Politik sind Verletzungen von Recht und Menschenwürde, Knast und Abschiebung. Der Drogenhandel im Park wird dadurch nicht gestoppt. Durch die Praxis der Polizei ist Gewalterleben also mittlerweile zum Alltag aller Parknutzer geworden, auch wenn sie nur zuschauen. Wir wollen einen Girly für alle. Das geht nur, wenn Ängste abgebaut werden, alle Betroffenen aufeinander zugehen und die Probleme aller Nutzergruppen gehört und gelöst werden. Der Krieg gegen die Drogen ist verloren. Cannabis legalisieren. Rassistische Polizeirazzien einstellen. Girly für alle. Da gibt es Festnahme. Wir sind frei.
Personen festgenommen worden, weil die sich im Park geprügelt haben und eine Frau zusammengefahren. Das hat nichts mit der Demonstration zu tun und auch nichts warum, hier warum mit dem BPN, wie auch immer. Der Meuterei in der Reichenberger Straße 58 haben bereits im Mai dieses Jahres auf einem Kiezspaziergang vermutet, dass Ziegert in der Stadt nach offensichtlich schlecht instand gesetzten Häusern sucht und dann einen Verkauf an ihnen bekannte Immobiliengesellschaften vermittelt. Ziegert begleitet die darauffolgende Sanierung und bietet den Mieterinnen und Mietern geringfügige Abfindungen an, um sie zum Auszug zu bewegen und ihre Mietwohnungen später als Eigentumswohnungen zu verkaufen. Dafür kassiert Ziegert ansehnliche Provisionen. Der Firmensitz der Firma Ziegert befindet sich in der Schlüterstraße 54, ebenfalls in Berlin-Charlottenburg. Wir fordern keine Vernichtung von bezahlbarem Wohnraum durch Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Schon wie ich sehe, dass der Hof noch so frei betreten werden durfte. Weil ab morgen wollen sie hier schon den Spaten schwingen, um den Neubau hier hochzuziehen. Das Ganze hat auch noch Vorgeschichte. Das ist eines von diesen besagten Häusern, die damals 1993 an die GSW verschenkt wurden. Leider wurden wir damals noch im Unklaren gelassen. Wir dachten nur, ach, die verwalten das nur. Jetzt wird alles besser, jetzt wird alles repariert. Aber nichts da, gar nichts. Die haben uns total im Regen stehen lassen. Die haben hier alles verkommen lassen. Eigentlich war in diesem Vertrag stand drin, dass sie verpflichtet sind, innerhalb von 10 Jahren das Haus zu sanieren, weil es hatte damals schon schwere Schäden, das Haus zu sanieren und die Wohnverhältnisse zu verbessern, ohne dabei die Mieten extrem zu erhöhen. Genau. Aber die haben gar nichts dergleichen gemacht. Im Gegenteil, es gingen immer wieder Sachen kaputt. Und man musste bitten und betteln und auf manche Sachen so jahrelang warten, bis sie endlich repariert wurden. So, und schlussendlich, 2004 habe ich eigentlich erst erfahren, dass da irgendwas mal war mit diesem Schenkungsvertrag. Aber da haben wir das alles noch nicht so ernst genommen. Das hat uns auch noch nicht so betroffen. Und keiner hat uns hier versucht zu Also die haben versucht, die Wohnungen nicht weiter zu vermieten. Ne? Wir wussten noch nicht, was es damit direkt auf sich hatte. Ne, die dachten, die sind einfach im schlechten Zustand und können einfach nicht weiter vermietet werden. So, jetzt hat die GSW, hat ja zweimal ihre Gesellschaftsform gewechselt und hat es dann schlussendlich geschafft. Da haben sie uns 2011 irgendwie Anfang des Jahres einen Brief geschrieben. Ja, wir freuen euch. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass dieses Haus endlich verkauft wurde. So, dann sind wir erstmal vom Hocker gefallen, weil wir hatten ja überhaupt keine blasse Ahnung davon. Ne? Wir dachten irgendwie, das erstmal so ein bisschen weiter. So, jetzt dachten wir, na gut, neuer Eigentümer, vielleicht passiert ja jetzt doch was und die sind nett und sanieren das. Ja, sanieren schon, aber so, dass wir nachher die Mieten hier nicht mehr bezahlen können. Das war das erste Ding. Und schlussendlich, wie ihr sehen könnt, hier vom Ufer aus auf das Haus gucken, da ist ein Riesenplakat, hier werden Eigentumswohnungen entstehen hier. Alle Mieter müssen raus, grundsätzlich. Und hier werden nur Luxus-Eigentumswohnungen mit einem Quadratmeterpreis von über 4.200 Euro entstehen. Tendenz steigend. Schlesische Straße 25 wurde 1993 mit 22 weiteren Häusern vom Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Kreuzberg,
an die gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft GSW kostenlos übergeben. 58 Häuser waren es in ganz Berlin. Die GSW war per Einigungsvertrag verpflichtet worden, das Haus mieterinnengerecht instand zu setzen und die darauffolgenden Mieterhöhungen gering zu halten, um allen Mieterinnen und Mietern ein weiteres Wohnen im Haus zu ermöglichen. Die Instandhaltungsarbeiten sollten innerhalb eines Jahres begonnen und nach 10 Jahren abgeschlossen werden. Ein Weiterverkauf der Häuser wurde untersagt. Bei einem Verkauf hätte der gesamte Erlös an das Land Berlin übergeben werden müssen. Die GSW hat sich aber an keine dieser Vertragsbedingungen gehalten. Sie hat den Mieterinnen und Mietern Luxussanierungen angekündigt, Abfindung angeboten und dadurch das Haus systematisch entmietet. Im Jahr 2004 wurde die komplette GSW an die Investmentgesellschaft Whitehall Funds sowie Tochtergesellschaften von Severus Capital Management verkauft. Die 23 Häuser wurden einfach mitverkauft. 2 Wohnungen sind noch vermietet, 33 Wohnungen stehen seit Jahren leer. Gleichzeitig sind im Wrangelkiez viele Menschen mit geringem Einkommen von Mieterhöhung und Verdrängung bedroht. Unglaublich, dieser jahrelange massive Leerstand, den wir hier vorfinden. Weder Senat noch Bezirk sind in ihrer Verpflichtung nachgekommen, die Einhaltung des Vertrages und seiner Auflagen zu kontrollieren. Im Gegenteil, mit dem Verkauf der GSW an Whitehall Funds und Severus Capital Management hat der Senat sein Rückforderungsrecht bezüglich der 23 Häuser in einem Geheimvertrag streichen lassen. Was aber bis heute Gültigkeit hat, ist das Belegungsrecht. Mittlerweile wurde das Haus von der Schlesische Straße 25 Projekt GmbH und Co. KG mit Firmensitz am Schlachtensee 6 gekauft. Bis heute haben ein Hoffest, Kundgebungen und 2 Besetzungen auf die Situation des Hauses aufmerksam gemacht. Gefordert wurden bezahlbare Wohnungen, ein Kieztreffpunkt und ein Umsonstladen. Wir fordern die Rückführung der Schlesischen Straße 25 und aller anderen verschenkten Häuser in gemeinnütziges Eigentum. Eine mieterinnengerechte Instandsetzung und eine Belegungsbindung, wie es im Einbindungsvertrag vorgesehen war. Außerdem fordern wir, die weitere Privatisierung von bezahlbarem Wohnraum zu stoppen. Wir wünschen den 2 Mietparteien in diesem Haus, dass sie weiter die Energie und die Kraft und die Nerven aufbringen, in dieser Situation hier weiter zu verweilen. Wir grüßen euch. Wir sind jetzt hier an der Kufri-Brache. Also die Kufri-Brache ist ein exemplarisches Beispiel für der Grundstücksspekulation. 1998 musste das JAM, ein multikulturelles Jugendprojekt, die Fläche räumen, weil die Bodak dort ein überdimensioniertes Einkaufszentrum bauen wollte. Aber das konnte die verschuldete Bodak nicht realisieren und verkauft dann die IVG Immobilien AG. Die wollte dort Wohn-, Büroflächen und Gastronomie und ein Hotel bauen. Das hat aber auch nicht geklappt.
Mittlerweile gehört das Ganze der Ritter Finest Real Estate. Und die will dort Wohnungen, Einzelhandel und Büros errichten. Was sonst auch. Auf ihrer Homepage gibt es ein schönes Bild irgendwie, wo junge, schicke Leute mit Porsches vor ihren Wohnungen stehen. Also es ist nichts für uns. Ja, schön, dass man von euch ein bisschen Reaktion kommt. Schließlich ist es hier die letzte Brachfläche in dem sogenannten Media-Spreegebiet. Der Rest sollte ja irgendwie auch bebaut werden und dann gab es den Bürgerentscheid, der das Bauen verhindern wollte, was aber irgendwie nicht geklappt hat. Okay, hier sollte auch das sogenannte BMW Guggenheim Lab, eine Marketingveranstaltung von BMW, stattfinden, wurde aber durch Proteste der Anwohnerinnen verhindert. Das heißt, die Leute konnten weiterhin ihr Grillen abhängen, Gemeinschaftsgärten anlegen, Graffiti sprühen und was sie sonst noch alles wollen. Es gibt zwar diesen komischen Zaun, aber der hält niemanden davon ab. Dieser Erfolg wurde am 2.6. mit dem ersten Kufri-Brache-Fest gebührend gefeiert und wir hoffen, dass es nicht das letzte war. Danach entschlossen sich einige Leute, die Brache als Zeltplatz zu nutzen, beziehungsweise mussten sie auch nutzen, und im Juli eröffnet das Räuberlab mit Partys und Kulturveranstaltungen. Der Eigentümer hat dann gedroht, die Brache räumen zu lassen. Das wurde von den Menschen damit beantwortet, dass sie sich organisiert haben und offensiv die Brache für die Anwohnerinnen forderten. Die Polizei räumte die Kufri-Brache nicht, angeblich weil kein Nutzungs- und Sicherheitskonzept des Eigentümers vorliegt. Das braucht es auch nicht, denn wir nutzen die Brache schon und wir wollen hier keine weiteren Kommerz- und Luxus-Juppie-Scheiße.